Hallihallo, hier ist mal wieder die Frau Diehl vom Kindergarten. Ich freue mich, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen. Heute möchte ich mit euch ein Osterhäschen basteln. So sieht das Osterhäschen aus, wenn es fertig ist. Du kannst dir jetzt überlegen, möchtest du ein braunes Osterhäschen oder möchtest du ein schwarzes oder ein weißes? Das gibt es ja alles in echt. Also vor allem, wenn du jetzt vielleicht kein braunes oder schwarzes Tonpapier zu Hause hast, ein weißes Papier hast du auf jeden Fall. Ich zeige dir jetzt mal mit dem weißen Papier, wie das geht. Du nimmst dir ein Papier, legst dir ein Buch oder ein Lineal oder die Mappe vom Tonpapier da dran und zeichnest einen Strich. Ungefähr so breit. Und dann machst du noch einen Strich. Der soll genauso breit sein. So, und diese beiden Striche schneidest du aus. Schön auf der Linie entlang, so wie wir das immer im Kindergarten haben wollen. Jetzt haben wir zwei weiße Striche. Wir brauchen einen Kleber. Im Kindergarten haben wir ja immer unseren Klebestift. Vielleicht hast du zu Hause auch bloß einen Flüssigkleber. Klebestift geht genauso. So, das kleben wir jetzt so zusammen. Das lassen wir ein bisschen trocknen. Das brauchen wir für die Hexentreppe hier unten. Während das trocknet, nimmst du dir das weiße Papier und einen Stift und malst den Kopf von dem Hasen und malst zwei Ohren von dem Hasen. So, ausschneiden. Einen runden Kopf. Bei den Ohren kannst du es dir auch leicht noch machen. Du kannst es auch zusammenfalten und so dann ein Ohr draufzeichnen und gleich zwei Ohren ausschneiden. Das ist noch ein Trick. So, jetzt haben wir zwei Ohren und den Kopf. Du brauchst jetzt wieder den Kleber. Die Ohren, unten an der Spitze ein bisschen Kleber dran und an den Kopf hinkleben. Pass auf, ich lege das hier aufs braune Papier, dann siehst du es noch besser, wie ich arbeite. So, das zweite Ohr auch hinkleben. Jetzt hat unser Hase schon zwei Ohren. Jetzt suche ich mir einen rosanen oder einen roten Stift. Ich nehme einen roten Stift für eine kleine Hasenschnauze. Mit dem rosanen male ich hier noch so das Innere von dem Öhrchen und vom anderen Öhrchen. Siehst du so. Dann brauche ich einen schwarzen Stift für die Augen. Der Hase Augen und dann braucht der Hase noch Schnurrhaare. Schon ist unser Hasenkopf fertig. Inzwischen ist die Hexentreppe getrocknet. Jetzt hole ich mir die zwei Streifen und jetzt musst du gut falten. Also, du fängst an, du holst dir einen Streifen und legst den über den anderen drüber. So. Legst dir auch so rum hin, dass du es noch besser sehen kannst. Dann holst du dir den anderen Streifen, legst ihn so drüber. Jetzt wieder diesen und hier immer gut falten. Jetzt kommt der da drüber, immer abwechselnd. Der da
und der andere. Der da und der andere. Der da und der zweite und der erste und der zweite. Schön ordentlich immer gerade falten und hier immer an der Kante gut mit dem Daumen nachstreichen, dass es gut abgeknickt ist. So. Haben wir unsere Hexentreppe gleich. Und so. Und so. Und so. Jetzt haben wir die Hexentreppe. Und jetzt siehst du, oben bleibt ein Stückchen übrig. Das ist das letzte. Da machst du auch Kleber drauf. Auf dieses letzte Stückchen. Da das obere können wir dann noch festkleben. Und da, wo der Kleber ist, da machen wir den Kopf dran. So, schon ist ein weiteres Osterhäschen fertig. Du könntest, wenn du spazieren gehst, irgendwo am Boden einen Ast suchen und dann könnte die Mama oben noch einen Faden hinmachen und dann könnte man an den Ast ganz viele Osterhäschen hängen. Die Frau Ringler zeigt euch in den nächsten Tagen auch noch, wie man ein Osternest basteln kann. Da könntest du dann die Osterhäschen auch reinsetzen. Jetzt überlegst du dir, welche Farbe du gerne machen möchtest. Und los geht's mit den Osterhasen. An die Arbeit. Tschüss, bis morgen.